Hallo liebe Didgeridoo-Freunde, willkommen zu diesem Video. Ich möchte hier eine kleine Geschichte teilen, die ich voller Weisheit finde. Es war in München eine ziemlich neue Schülerin und ich versuchte ihr an diesem Abend Didgeridoo beizubringen. Wer meine Lehrvideos kennt, weiß, das ist eine der wichtigsten Silben der Aborigines, eine Rhythmussilbe und auf dem U wird geatmet. Didgeridoo, Didgeridoo. Didgeridoo. Und sie gab sich so viel Mühe, die Schülerin, und spielte immer Didgeridoo, Didgeridoo, Didgeridoo. Und konnte natürlich beim U nicht atmen. Und ich sagte ihr, das ist anders zu sehen. Das U soll nicht betont werden, sondern da kommt gar keine Energie rein, da geht die Energie raus, damit du dabei atmen kannst. Und sie gab sich weiter diese Mühe, Didgeridoo, Didgeridoo. Aber irgendwann hatte sie es tatsächlich verstanden und in den Körper bekommen, dass da keine Energie reingegeben wird in das U. Und sie sagte dann, was, dafür kriegen Sie 50 Euro.